Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live zu unserem Wochenrückblick mit Christian Mucha. Hallo Christian. Danke für die liebe Einladung, lieber Niki. War eine spannende Woche und es wird vor allem auch eine spannende Woche, nämlich der Opernball, der ansteht. Du als Opernball-Stammgast hast eine Loge im heurigen Jahr und es gibt auch einige Kritiker, die sagen, naja, in Zeiten der Teuerung kann man da wirklich auf den Opernball gehen, sollen Politiker gehen, sollen Unternehmer gehen. Du bist der Meinung, man kann anscheinend. Ja, wenn man es richtig macht, und ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, aber natürlich muss man jetzt einmal sagen, wenn man sich immer wieder die entsprechenden Kosten vor Augen führt, die Ekaterina hat jetzt den Wein ausgesucht, also der Weltliner, glaube ich, der um 14,90 im Supermarkt zu haben ist, kostet dort ein Flottenhunderter. Also das ist schon, es ist schon sehr ordentlich, was die dort einem abverlangen. Die Loge so irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Euro, wenn es eine gescheite ist. Du willst ja keine Bühnenloge, weil da brauchst du, der Herr Glöckler hat eine Bühnenloge, da brauchst du einen Schuhlöffel, um hineinzukommen und kannst dich nicht einmal umdrehen. Außerdem ist das aus Pappmaché. Also wirklich, man fühlt sich dort wie in einer schlechten Kulisse. Du brauchst eine gescheite Loge, also das haben wir einmal auf grosso modo nicht ganz 30, dann kommen die Eintrittskarten dazu, das kommt noch einmal auf ein paar Tausend dafür, wir sind 9 Personen in der Loge. Dann musst du diesen Donatorbetrag bezahlen, das sind noch einmal 30.000 Euro. Und da muss ich jetzt aber eine Lanze für die Staatsoper brechen, weil das hat ja auch ein sehr, sehr gutes, dieser Opernball. Weil was die wenigsten wissen und was auch meiner Meinung nach nicht ordentlich kommuniziert wurde, oder nicht hinreichend kommuniziert wurde, dass die Staatsoper ja eine neue Spielstätte gerade aufbaut. Und für diese neue Spielstätte, die stehen ja über diesen Theaterverband im direkt oder indirekten Eigentum der Republik Österreich. Und die Republik Österreich muss natürlich sowas finanzieren. Und sie haben keine Finanzierung bekommen. Und diese neue Spielstätte noch dazu für Kinder, was ich für irrsinnig toll empfinde, wird zu einem sehr starken Anteil aus diesen Donatorbeträgen gespeist. Das heißt, man kommt an so einem Abend auf, sagen wir mal, grosso modo zwischen 60.000 und 80.000 Euro. Wenn du dann noch ein Nachtmahlessen rechnest, also wir sind ja im Le Méridien, das kostet ja auch was, also das ist ja dort eine wirklich fantastische Küche und der Direktor, der alles tut, dass das wirklich funktioniert. Wir haben einen wunderschönen eigenen Raum, haben sogar ein Probeessen, hat mich angerufen und gesagt, Herr Mucha oder Christian, kommst du Probeessen am Samstag? Sag ich, bist du wahnsinnig? Sag ich, wieso? Sagt er, nein, das muss ich ja auch munden. Sag ich, na, und wer macht das jetzt? Tu mal losziehen. Sagt er, nein, ihr kommt alle. Sag ich, okay, du bist ein großzügiger Gastgeber. Ich liebe das, wird sehr toll. Aber ich habe eines gemacht, wo ich glaube, und ich habe es ja natürlich sehr lange überlegt, weil das ist natürlich das selbst zu einer Betrag. Mhm. 60.000 bis 80.000 ja. Euro. Alter, da fangst du an zum Schlucken. Aber wenn man es gut macht und wenn man es anständig macht und damit etwas Gutes tut, glaube ich, ist es vernünftig. Und ich habe sehr lang nachgedacht. Und wie du weißt, bin ich ja kein großer Freund der Klimakleber, weil ich es nicht für vernünftig halte, dass Menschen unsere Gegenwart stören oder zerstören, um vermeintlich unsere Zukunft zu retten. Und da möchte ich lieber für die etwas tun, die schon heute etwas für unsere Zukunft tun. Und ich bin halt im vorigen Jahr durch Zufall, weil die Ekaterina und unsere Co-Gastgeberin, die Jasmin Soravia, sind Freundinnen und haben beschlossen, ein Frauennetzwerk zu machen. Und wir haben eine Location gesucht. Und plötzlich sind wir auf das Haus des Meeres gekommen. Und die war ja dort noch nie drinnen. Mhm. Wenn man das sagt, das ist sensationell. Wirklich toll. Und die machen das, fand auch dann natürlich sofort eine Führung gemacht, haben wir das angeschaut. Ich weiß nicht, dieser Flakturm hat mich immer abgeschreckt. Aber was die dort als Stiftung hingestellt haben. Ich kenne sie, ich habe 2 Kinder. Also da, bist du oft dort? Ich bin oft dort. Und es ist ein Traum. Was ich aber nicht gewusst habe und was mir erst der Hans Köppen erzählt hat, der Geschäftsführer, ist, dass die eine eigene Forschungsabteilung haben, dass die international vernetzt sind, dass die bei Forschungen und Entwicklungen machen, wie du Mikroplastik aus Schildkröten rauskriegst, dass sie bedrohte Arten retten und schützen. Und das hat mir irrsinnig gut gefallen. Ich habe mir gedacht, okay, dann laden wir die ein. Dann habe ich mich mit der Jasmin Soravia zusammengesetzt und die Jasmin hat gesagt, du,
bin sofort dabei, weil ich bin Bauträgerin. Und als Bauträgerin bauen wir nachhaltig. Das ist ja, die Bauwirtschaft ist ja einer der größten Klimasünder. Und das ist ein Herzensanliegen von College und Soravia, von meinem Unternehmen, wo sie ihr Geschäftsführer ist. Und ich habe gesagt, okay, dann teilen wir uns die Kosten und laden wir die ein. Dann mussten die natürlich erst ihre Stiftung fragen, weil du musst dir sehr Compliance-Frage. Mhm. Weil sind wir dann gleich bei der nächsten Frage, dürfen Politiker hingehen? Das dürfen die aber, weil wir natürlich ihnen zu verstehen gegeben haben, sie kriegen grüne Werbung, mache ich jetzt gerade, Freunde. Und denen werden wir unser Netzwerk zur Verfügung stellen, ihnen viele, viele Medienauftritte ermöglichen und den Opernball als größtes Event Österreichs. Ich habe heute mit dem Martin Gastinger gesprochen, mit dem neuen Unterhaltungschef des ORF. Und er hat mir erzählt, was das für Vorbereitungen ist. Unvorstellbar. Die haben ein 60 Seiten dickes Buch, wo sie das vorbereiten müssen. Das sind 50, 60 Leute in Besprechungen, um das zu koordinieren. Und es ist die reichweitenstärkste Sendung des ORF. Bis zu, ich glaube, 1,6 Millionen Menschen. Da kommt kein Hahnenkammrennen mit. Da kommt kein Villacher Fasching mit. Mhm. Heute fahren sie wieder alle die Armen auf dem Villacher Fasching. Allein die Vorstellung der Prominenten dauert dort 1 Stunde 15 Minuten. Mein herzliches Beileid allen, die dort hin müssen. Ich fahre nicht hin, Gott sei Dank. Und also das ist eine Sache. Der Opernball ist das größte gesellschaftliche Ereignis und der Staatsball. Und apropos Staatsball, jetzt ist es ja so, du bist Unternehmer, kann man jetzt sagen, muss man hingehen zum Opernball oder nicht, aber du zahlst es aus deiner privaten Kasse oder mit deinem, nicht aus meiner privaten Kasse, Unternehmen, aber du bist ein Privatunternehmen. Kann das abschreiben. Und, genau, ja, das Unternehmen muss halt damit wirtschaften und wird so wirtschaften, dass sich das ausgeht, nehme ich an bei dir. Das geht sich aus. Genau. Bei den Politikern ist es aber ein bisschen anders. Mhm. Die zahlen ihre Logen ja nicht selber, sondern da zahlen wir alle das. Der Steuerzahler wird aus der Staatskasse bezahlt. Jetzt ist es so, es gibt eine Bundespräsidentenloge, es gibt eine Bürgermeisterloge, es gibt eine Kanzlerloge, es gibt eine Loge des Außenministers, es gibt eine Loge des Arbeitsministers. Und es gibt eine Loge des Wirtschaftsministers, der sich beschwert hat. Genau, also Arbeits- und Wirtschaftsminister. Der sich beschwert hat bei euch, welcher hat sich bei euch beschwert, dass er gar nicht in der Loge ist und die weitergegeben hat und die Staatsoper hat sich dann geweigert, bitte. Der Finanzminister, der hat sich zurückgegeben, aber alle jetzt genannten, die haben eine Loge. Ja. Ist das wirklich notwendig? Nein, natürlich nicht. Ich halte das auch für Wahnsinn. Schau, es gibt ja einen gewissen Solidarbetrag, der auch, ich glaube, in der Eintrittskarte enthalten ist und der auch guten Zwecken zuführt, was ich sehr, sehr schön finde. Aber der ist natürlich ein Lärcherl, gemessen an den vorher von mir genannten Preisen für die Loge. Unvorstellbaren Preisen, die dafür verlangt werden. Ich sehe das so, auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt nicht beliebt mache. Wenn ein Politiker dorthin geht, dann soll er 20% von dem, was sein Dasein wert ist, aus der eigenen Tasche bezahlen. Und das soll einem guten Zweck zugeführt werden. Und ich möchte wissen, wie viele Politiker dann noch hingehen. Weil jetzt kannst du es ja mal ausrechnen, wenn du in einer Loge hast 8 Personen und durch 8 dividierst, die 80.000 Euro, die da alles miteinander zusammenkommen, also die Getränke, das Essen und die Karten und alles. So viel kostet der Loge, weil offiziell sind es ja 30.000, aber du meinst, du musst den Donatorbetrag auch zahlen, sonst kriegst du keine Loge. Ja. Dann sind wir halt grosso modo auf rund 10.000 Euro pro Person. Und wenn der dann von die 10.000 Euro seinen Obolus abführt und halt für den Abend dann ein paar Tausender bezahlt, aus seiner eigenen Tasche, den er auch belegen muss, dann soll er dort hinkommen. Aber ich glaube nicht, dass viele Politiker bereit wären, auf ihre Pfründe zu verzichten. Und natürlich ist das Pfründe. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Argument dagegen. Es ist der Staatsball. Es ist also unser großes Repräsentationsereignis und das große Kulturereignis. Und natürlich, um zu repräsentieren, sollen auch die Köpfe der Bundesregierung repräsentieren. Aber ich glaube, der Herr Bundespräsident, was ich so verstanden habe, erstens einmal kann er dort nicht rauchen. Und zweitens einmal, ich glaube, er fühlt sich gar nicht so wohl. Ja, ist aber trotzdem dort. Jetzt wird die FPÖ das Ganze ja wahrscheinlich ziemlich zum Wahlkampfthema machen. Ab spätestens Freitag dann, am Tag danach, wo dann die Bilder kursieren von champagnisierenden Politikern. Wie sehr wird das den Politikern, die dort sind, deiner Meinung nach schaden? Also nehmen die Menschen das übel? Schau, es gibt einen wunderbaren Satz und der lautet, es gibt nur eine
Zeitung, die älter ist als die Zeitung von heute, das ist die Zeitung von gestern. Das bei uns ist doch heute, es verwischt doch innerhalb von ein paar Tagen. Ich habe das nicht glauben können, aber mir hat das erzählt, der Generaldirektor, und zwar der Europa-Generaldirektor eines großen Hotelkonzerns, dessen Namen ich nie nennen werde, das war Intercontinental, und es gab einen Bombenanschlag in einem fernöstlichen Land, ich sage jetzt nicht wo, und das war wirklich ziemlich schlimm, und ich bin da bei ihm gesessen und habe gesagt, was wirst du, das ist wirklich ein Freund von mir gewesen, ist mittlerweile als Berater tätig, lebt nicht mehr in Österreich, und ich habe zu ihm gesagt, was macht sie als Gruppe bei so einem Anschlag, weil das Land ist ja verbrannt, kann man sagen, es war auf Bali. Ja. Und er hat zu mir gesagt, du, das verschwimmt, dieses entsprechende Wissen und die Terrorangst ist weg innerhalb von 2 bis 3 Saisonen. Wir haben 2 bis 3 Saisonen Probleme und dann ist es wie weggewischt und keiner erinnert sich mehr daran. Das ist unvorstellbar. Jetzt, wenn selbst ein Terroranschlag verschwindet, wie soll ein Bild von einem champagnisierenden Politiker sich in den Köpfen der Leute festsetzen? Die haben eh ihre Vorstellung von den Politikern. Und B, bei mir gibt es übrigens, ich warne alle, die zu mir kommen, ihr seid alle herzlichst eingeladen, aber es gibt kein Champagner, weil das sicher nicht mehr ein. Mhm. Bei mir gibt es ein gutes Glas an Sekt, es gibt wirklich einen guten Sekt und den kriegen die bei uns. Champagner muss es nicht sein. Muss es nicht sein, heuer. Okay. Einer, der definitiv vorher nicht am Opernball sein wird, ist der René Benko. Kann ich mir vorstellen, ja. Wollen wir heute auch noch reden. Da ist heute gerade die Meldung gekommen, dass das Lamar-Kaufhaus, sein Prestigeprojekt, ja, ja, in der Hilferstraße, ja, jetzt auch insolvent und pleite ist. Also kann nicht weitergebaut werden. Gut, werden die meisten sagen, überrascht uns jetzt nicht. Jetzt ist es offiziell. Was heißt das deiner Meinung nach? Na ja, erstens einmal, also fangen wir mal an, ich bin schon im September mit der Ekaterina über die Marie-Hilfer-Straße, wir wohnen ja dort in der Nähe gegangen und habe gesagt, Hase, erstens der Name Lamar ist ja für mich ein Horror, weil wenn ein Name so nahe am Narr ist, also ich weiß nicht, ich halte ja Signa für keinen guten Namen. Ich muss dazu sagen, wenn ich eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählen darf, es wird ja gemunkelt, dass das die Spar kaufen möchte. Genau. Und ich glaube, der Drechsel hat da Interesse daran. Und ich Reisch mittlerweile, aber. Reisch, entschuldige. Reisch, ja. Drechsel seinerzeit. Gott, ich habe schon so viele Generaldirektoren dort überstanden. Da gab es eine wunderschöne Geschichte von einem fantastischen Titel. Ich war nämlich in Australien und bin von Sydney nach Alice Springs zum Ayers Rock geflogen. Und ich habe damals, das ist schon Jahrzehnte her, habe ich ein kleines Landhaus in Niederösterreich gehabt und der erste Garten in meinem Leben. Ich war so stolz. Und ich habe dann plötzlich begriffen, der Flug dauert 7 Stunden. Das ist ja, fliegst du über einen halben Kontinenten und habe das nicht begriffen, dass das so lange dauert. Und habe mir Gartenzeitungen eingekauft. Da habe ich gedacht, die Australier, Briten ursprünglich, alle Deportierten von Großbritannien, sagen ja, die Australier über sich selber sind dort, die sind gut im Gardening. Mhm. Und liest diese Gartenzeitung und war aber schon sehr amüsiert und habe es auf Deutsch gelesen. Und da stand, ich weiß nicht, Miller Apostroph S, Paradise for Gardening. Und weil ich müde war, habe ich gelesen, Sparadies. Und habe meinen Anwalt in Wien angerufen und gesagt, lass mal den Namen Sparadies schützen. Das war eine super Kampagne für die Spar. Mhm. Sparadies ist doch ein toller Name. Mhm. Mein Anwalt hat das gemacht. Ich habe einen Leitartikel geschrieben, habe geschrieben, das gehört mir. Und dann hat mich der Generaldirektor Bobmeier, ich kann mich sogar an den Namen erinnern, angerufen und gesagt, Herr Chefredakteur, Sie haben ja wirklich die Wahrheit geschrieben in Ihrem Leitartikel. Das gehört ja wirklich Ihnen, der Name Sparadies. Sag ich, ja, warum soll ich lügen? Ich meine, Leute, die gesagt, was wollen Sie dafür? Sag ich, naja, wenn es mir nicht besser ist, mein geistiges Eigentum. Ihre Werbeagentur hat jetzt, ein Jahr nachdem ich das geschrieben habe, plötzlich Komm ins Sparadies als Werbeslogan erfunden. Der gehört aber mir, ich habe keiner gehört. Sagt er, wie viel? Sag ich, naja, machen Sie mal einen Vorschlag. Sagt er, naja, wissen Sie, Herr Mucher, unser Unternehmen, ich sage jetzt Hausnummern, weil man die Zahlen nicht gemerkt hat, dem werden von seinem Personal ein gewisser Prozentsatz gestohlen und das ist doppelt so viel wie Ihr Jahresumsatz. Wollen Sie wirklich einen Krieg mit jemandem anfangen, der es sich leisten kann, dass ihm doppelt so viel gestohlen wird, wie Sie Umsatz machen? Und ich habe gesagt, Herr Generaldirektor, ich nehme an, das war jetzt eine ziemliche Einschüchterung, jetzt kostet es ein Komma mehr. Um das Geld haben wir dann einen Ferrari gekauft. Die haben einen Bankscheck gegeben und die Spar hat damals jahrelang mit Sparadies geworben. Aber Sparadies ist ein wunderschöner Name. Mhm. Und warum hat man für das Kaufhaus, wer kennt die Lamar? Natürlich war die toll. Das war, glaube ich, eine Spionin oder so irgendwas. Hedy oder Lamar, ja. Eine. Und bitte? Hedy Lamar. Hedy Lamar. Aber ich meine, da musst du ja schon wirklich,
Also allein nicht das Geld, was du investieren musst, um den Namen zu bringen. Und Lamar ist auch nicht gut. Und ich habe mich viel beschäftigt mit Marken und Markennamen. Ich glaube, der Pajero zum Beispiel aus dem Spanischen übersetzt, hat eine ganz schlimme Übersetzung und so. Da musst du wirklich irrsinnig aufpassen. Und das ist einmal das Erste. Also den Namen halte ich für schlecht. Das Zweite ist, wenn die Spar das übernimmt, hoffe ich, und ich hoffe, dass die Spar übernimmt, die Spar ist ja genauso alt wie ich, nämlich 70, feiert ihren 70. Geburtstag. Habe ich dann gefragt, wann sie gegründet wurden, sie wissen es nicht genau. Irgendwann im September haben sie gesagt, also es dürfte sie genau ausgehen. Dann wäre das natürlich für die Spar ein tolles Vorzeigeprojekt. Und bitte, bitte, liebe Spar, nennt das Paradies oder sonst irgendwie, die Copyrights kenne ich. Ich habe ja 47 Seiten unterschrieben, ich verzichte. Aber bitte nicht Lamar, das ist furchtbar. Und das Dritte ist, ich habe der Ekaterina schon gesagt, Ekaterina, das wird so nicht gebaut. Und dann habe ich noch eine wunderschöne Geschichte dazu. Im letzten Stockwerk war die Privatwohnung vom Dr. Koch. Und dem Dr. Koch hat ja Kicker seinerzeit, Kicker Leiner gehört, da hatte sie ja Privatwohnung. Und eines Tages ruft er mir an und sagt, Herr Mucher, wir treffen uns dann beim Leiner auf der Marie-Höfer-Straße, bitte kommen Sie in den letzten Stock. Und ich komme dorthin und er bringt mich in sein privates Penthouse und führt mich auf die Terrasse. Und ich habe ihn dann angeschaut, ich kannte ihn gut, weil er Kärntner war und in meinem Schloss, das ich gekauft habe, sehr, sehr oft das Kind schon war, was er mir erzählt hat. Also wir haben uns gut verstanden. Und sage ich, wieso darf ich da auf die Terrasse? Sagt er, schauen Sie mal hinüber, da sehen Sie das Museumsquartier. So, ja, Fischer von Erlachbau, wunderschön. Sagt er, na, das soll ein 60 Meter hoher oder 50 Meter hoher oder 80 Meter hoher, ich weiß nicht mehr, wie hoch der war, Turm gebaut werden. Können Sie mithelfen, dass das verhindert wird? Sag ich, na, kommen Sie morgen zu mir zum Frühstück. Kommen Sie zu mir zum Frühstück, bin ich mit ihm ins Penthouse gegangen, sage ich, schauen Sie mal raus. Das würde meinen Blick stören. Und dann habe ich einen Dritten getroffen und das war der Hans Dichand, wenige Tage danach. Und habe dem Hans Dichand die Geschichte vom Koch und von mir erzählt. Das wurde nie gebaut. Mhm. Also dieser Platz ist ein schöner Platz und wir verdanken den Vorgängern vom Leiner, dass diese Verschandelung dieses wunderbaren Barockbaus von Fischer von Erlach, die haben das sehr gut gemacht ihnen heute, das sieht wirklich toll aus. Fassade ist natürlich ein Traum, dass diese Verschandelung seinerzeit nicht stattgefunden hat. Und wenn ich mir das Kaufhaus jetzt anschaue, ist eigentlich selber wieder eine Verschandelung. Ne? Tut dir der Benko eigentlich leid? Mein Mitleid gehört den Kindern der dritten Welt. Ich habe schon überlegt, aber ich glaube, wir werden es nicht realisieren, dass wir eine Maske kaufen und das Benko mit einem sehr speziellen Auto beim Opernball vorfahren. Wir haben dazu uns von einem Händler, die Firma Handel in Waldviertel, ist ein lieber Freund von mir, und der hat wirklich einen tollen Gebrauchtwagen und der hat einen Sorgwagen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht einmal den Leichenwagen nehmen und ein bisschen herrichten und fahren mit einer Benko-Maske dort vor. Ich hätte ihn sogar selber gegeben. Ich habe schon geübt. Die Stimme ist ein bisschen höher, also mein Tirolerisch ist ein bisschen tiefer. Aber ich hätte ihn höher gegeben, aber wir hätten ein Interview geben können. Das Interview würde gehen, warum habe ich denn eine blaue Krotte gemacht? Ich hätte eine rote Krotte machen können, wir haben ja den großen Ball im Team gehabt. Oder ich hätte eine türkise Krotte machen können. Nein, wir haben eine blaue Krotte gemacht, weil der Grottenmaler ist ein Tiroler Traditionsberuf. Und das habe ich nicht für meine Kinder gemacht, das habe ich für die Grottenmaler gemacht. Ich habe Milliarden jedes Jahr in die Bauwirtschaft hineingesteckt. Haben tausende Menschen gearbeitet, siehe Wolf-Interview. Haben tausende Menschen gearbeitet. Habt ihr alles vergessen und wegen die Baumillionen macht sie ja jetzt, steinigt sie mich hier und macht sie ihren Spießrutenlauf mit mir und mit meiner Familie. Denkt sie eigentlich noch? Also so ein Interview wäre schon ein absoluter Traum. Nur das Problem ist, weißt du, was die Masken kostet? Wenn du da Vinylmasken machen lässt, gibt es in China. Schätz. Keine Ahnung. 4.200 Euro. Wirklich? Das war mir dann zu viel. Okay. Dann habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist Schauspieler, der hat ein Gesicht, das dem Benko ziemlich ähnlich schaut. Der hat gesagt, du mach dir keine Sorgen, das kriegen wir ein Problem. Mein Schwiegervater ist Maskenbilder, wir machen ihm als Maskenbildner. Sag ich, aber verstehst du, der muss ja dann irgendwie hinten im Auto sitzen, was natürlich im Leichenwagen nicht geht, weil da kannst du nur liegen. Mhm. Also, du bist von der Idee wieder abgekommen. Und naja, ich glaube, wir werden es nicht machen, weil man soll ihn eigentlich nicht verarschen. Er ist noch nicht gestraft genug. Aber das heißt, leidst du dir nicht? Nein, natürlich nicht. Ja, du meinst selber schuld. Wenn ich mir den Herrn Wolf angeschaut habe im Interview mit Dominik Heinzl, ich habe den Dominik noch am selben Abend, wo er das für ATV, Heinzl und die Wips, gemacht hat. Das Interview ist genial. Also ich habe ihm geschrieben, lieber Dominik,
Wir sind nicht die allerbesten Freunde, wie man vielleicht weiß. Mhm. Aber wir haben geschrieben, lieber Dominik, das war einer der besten Scoops deines Lebens. Und den dazu zu bringen, dort vom Leder zu ziehen und für seinen Freund Benko einzutreten. Der Dominik hat sich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber eigentlich hätte man ihm schon in dieser Phase massiv Kontra geben müssen, weil was er da verzapft hat, ist wirklich krank. Und ich glaube, dass es da Menschen in diesem Land gibt, und da gibt es ziemlich viele, die leben in Parallelwelten. Dieser Herr Wolf lebt in einer Parallelwelt. Und ich meine, wenn die Fakten, die ja jeder versteht, das war ein Pyramidenspiel, die sind nicht daran gestorben, dass die Zinsen explodiert sind. Die sind an ihrer eigenen Gier gestorben. Und ich behaupte, die wären auch tot, wenn die Zinsen noch immer günstig werden. Weil es ging immer höher, weiter, höhere Bewertungen machen. Und ja, das Ganze ist schon ein sehr, sehr übles Spiel. Und ich würde mir strafrechtliche Konsequenzen wünschen. Das wäre meine nächste Frage. Glaubst du, dass es die geben wird für René Benko auch persönlich? Ja, ja, weil ich meine, es gibt jetzt einen Insolvenzantrag der Republik. Ich habe das gesehen. Ja, natürlich. Ich habe das gesehen. Und weißt du, wenn so viele Menschen, ich meine, wir sind jetzt bei, glaube ich, 14,5 Milliarden. Ja? Ich habe das schon das letzte Mal in dieser Sendung gesagt, wenn du dir die Liste anschaust, ich glaube, es sind 4 Seiten mit den Banken, die hier Geld gegeben haben. Das funktioniert ja nur, wenn das im Verbund abgedeckt wird. Also man sagt am Sektor. Wenn die Volksbank Wien Mitte 8 Millionen Euro dem hinten hineingeschoben hat, weiß ich nicht, mit welchen Besicherungen, soll es sein, die werden jetzt mich klagen, wenn ich das sage und sagen, aber ja, alles besichert, alles, möchte ich sagen, wie das alles besichert ist, dann muss ja irgendwo der Sektor, sprich die anderen Volksbanken, dahinter haften, weil normalerweise brechen ja solche Beträge denen das Knack. Und da, glaube ich, könnte schon ein Rattenschwanz von Dingen einerseits folgen. Und das Spannendste für mich an dieser Geschichte ist, die Leute, die nicht in dieser Liste sind. Haben wir mal drüber geredet, ja? Wie zum Beispiel die Grazer Wechselseitige, wo mich der Aufsichtsratsvorsitzende auch gebeten hat, seinen Namen nicht zu nennen. Er hat gesagt, die kann sie nicht zwingen, also halte ich mich nicht daran. Die Grave zum Beispiel waren intelligent genug, das nicht zu machen. Und dann habe ich zu dem gesagt, Herr Aufsichtsratschef, warum soll ich ihren Namen nicht nennen? Er hat gesagt, naja, die Leute sind eher sehr kurzsichtig. Und wenn Grazer Wechselseitige und Signer auch nur in einem Atemzug genannt wird, dann glauben die Leute, wir haben mit denen was zu tun, haben wir aber nicht und dem ist nichts hinzuzufügen. Aber man sollte sich einmal anschauen, welche Banken und welche Versicherungen haben dem Herrn Benko kein Geld gegeben und warum. Und die sollten wir eigentlich zu seiner Hausbank machen. Weil das sind die einzigen, die gescheit sind, vernünftig und anständig und vorausblickend agiert haben. Manchmal muss man aus Dingen heraustreten und sie von oben betrachten und du siehst neue Dinge. Christian, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über den Österreich-Plan von Bundeskanzler Karl Nehammer. Den hat er ja vergangenen Freitag präsentiert und er hat das Duell mit Herbert Kickl ausgerufen. Ist es strategisch klug? Werden wir gleich mit Christian Mucher besprechen. Ganz und den kurze Kurzprozess. Werbepause. Genau, und über den Kurzprozess. Willst du auch noch was sagen? Also, gleich mehr dazu. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Wochenrückblick mit dem Extradienst-Herausgeber und Verleger Christian B. Mucher. Hallo Christian. Hallo Niki. Spannende Woche. Begonnen hat sie eigentlich schon letzte Woche, aber es war das große Thema dieser Woche mit dem Österreich-Plan des Bundeskanzlers. Da hat er als einen seiner wesentlichen Punkte auch angesagt, es soll kein Bargeld mehr für Flüchtlinge, also für Asylwerber geben, sondern nur noch Sachleistungen. Der Plan wurde jetzt aufgegriffen, quasi Volet, die Steilvorlage von Johanna Mikl-Leitner und Gerhard Kanner. Die haben heute gesagt, sie wollen nach deutschem Vorbild so ein Bezahlkartensystem, dass die Asylwerber in Österreich eben kein Bargeld mehr bekommen, also kein Taschengeld, sondern nur eine Bezahlkarte, wo man dann im Umkreis, sage ich einmal, von einem paar Kilometern oder im gleichen Bundesland, dann halt im Supermarkt oder in Lebensmittelgeschäften etc. wie mit einer Bankomatkarte zahlen kann, aber halt das Geld nicht beheben kann, damit man es nicht nach Hause schicken kann in die Heimat oder an Schlepper überweisen kann etc. Gute Idee? Nein, vollkommen indiskutabel.
Weil es ja erstens einmal mehr kostet, als es erspart. Weil zweitens ja die Neiddebatte nicht so hingehen kann. Ich glaube, wir reden da über wie viel Euro im Monat? Über 40 Euro. Willi, in Bundesversorgung 40 Euro, bei den Ländern sind es bis zu bei Familien 1.100 Euro. Also, ja. Also bei 40 Euro oder bei diesen Tagsätzen, die da. Glaubt doch niemand ernsthaft, dass da jemand was nach Haus überweisen kann. Das sind ja alles nur politische Agitationen, die jetzt halt zur Wahl hinführen, wo man sich Stimmen holen will. Und die Stimmen will man sich halt holen, ja klar, auch von der FPÖ. Deswegen spitzt ja der Nehammer das zu. Das ist ein gewagtes Spiel. Ob das klug ist, auf die Frage Nehammer, Kickl zuzuspitzen, weiß ich nicht. Mhm. Weil ich glaube, Herr Nehammer, Sie machen den Herrn Kickl so groß ist er gar nicht. Aber wie auch immer. Und ich sehe das ganz anders, weil ich sehe, dass in einer, ich glaube, es würde viel mehr bringen, wenn man wirklich endlich zu einer Law-and-Order-Struktur kommen würde. Nun, Law-and-Order hat natürlich in diesem Land einen total üblen Beigeschmack. Aber ich habe das schon ein paar Mal erzählt und meine Freunde kennen meine diesbezügliche Meinung. Ich bin also wirklich kein Hardcore-Flüchtlingshasser. Ich habe eine eigene Aktion gemacht, die hat geheißen Heimat bist du großer Flüchtlinge, wo wir alle die unterstützt haben, die sich hier anpassen, eingliedern und unserem Land zum Vorteil gereichen und hier unsere Spielregeln akzeptieren. Wenn ich nach Abu Dhabi gehe, muss ich mir an die Spielregeln halten. So einfach ist es in der Moschee oder sonst irgendwo. Mhm. Und im Klartext heißt das, es gab einen gewissen Herrn Giuliani, das ist der, der jetzt verurteilt worden ist und pleite gegangen ist und in Schimpf und Schande da bei der Trump-Regierung auf die Nase gefallen ist. Aber dieser Giuliani wurde Bürgermeister von New York. Und als ich vor Jahrzehnten in New York war, bist du mit dem Auto gefahren und bei jeder Ampel ist irgendein Hobo oder Obdachloser oder Schnorrer oder Bettler zum Auto gekommen, hat einen dreckigen, ölverschmitzten Fetzen gehabt, hat er die Windschutzscheibe gereinigt unter Anführungszeichen, danach hat er die Hand ausgestreckt und wenn du ihm nicht $1 oder $5 ausgegeben hast, war das Nächste, was er gemacht hat, hat er die Scheibenwischer abgebrochen. Ich kann mich erinnern, mein Buick-Regel hatte keinen Scheibenwischer mehr nach diesen 10 Tagen, die ich in New York war, wenn du von der Fifth Avenue hinuntergefahren bist bis zur Second Street, hast halt 15 solche Leute gehabt. Der Giuliani hat da durchgegriffen. Der hat das weggeräumt, der hat eine ganz klare Struktur gemacht, es gab keine Hobos mehr. New York war über Nacht sicher und ich habe innerhalb von 2 Jahren, weil da waren 2 Jahre, wo ich nicht dort war, geglaubt, das ist nicht mehr das New York, das ich kenne. Und der hat das wirklich konsequent durchgezogen. Und ich wäre für ein konsequentes Durchziehen von ganz klaren Spielregeln. Spielregel Nummer 1, es darf hier niemanden geben, der unsere Autorität untergräbt, der unsere Spielregeln nicht akzeptiert, der nicht bereit ist, sich anzupassen. Es geht nicht, dass in Schulen die Mädchen und die Frauen getrennt werden und die Direktoren mit den Lehrern zu streiten beginnen, ob es stimmt oder nicht, weil dort irgendwelche Sittenwächter sitzen, bitte, und dort eine Schulordnung ausgeben. Solche Leute gehören aus Österreich raus. Und ich habe das schon einmal erzählt in Abu Dhabi. Wenn du an dieser Straße, die da unten ist, an dieser Croisette, statt 80 als Taxifahrer, der kommt halt, weiß ich nicht, aus Indien oder aus Pakistan, die sind alle irrsinnig lieb und haben ein super Leben dort. Aber wenn der Typ dort 110 fährt, hat er 4 Stunden Zeit, das Land zu verlassen, kriegt einen Stempel in seinen Pass und kommt nie wieder zurück. Und das schaffen wir nicht in Österreich. Wir haben eine völlig falsche Struktur, dass diese Fremdkörper, die gar nicht bereit sind, sich hier zu integrieren, bei uns hier bleiben können, weiter bezahlt werden, weiter finanziert werden, bis zum geht nicht mehr. Und das halte ich für das Grundübel. Aber an dem Grundübel dreht keiner, weil das in diesem Land nicht geht. Offensichtlich. Wobei, da gibt es ja einen, der behauptet zumindest, wenn er Kanzler würde, würde er daran drehen, das ist der Herbert Kickl. Der sagt, er will das Land zur Festung Österreich machen. Er wird das nicht schaffen. Und er will so genauso eine Law-and-Order-Politik umsetzen. Das kann er, wenn er Diktator wird. Und Diktator wird er hoffentlich nicht.
Und sonst kriegt er das nicht durch, weil das in diesem Land nicht realisierbar ist. Da bin ich Realist. Ich würde es Das heißt, du meinst doch, unter einem Kanzler Kickl wird sich nichts ändern? Nein, natürlich nicht. Wie soll denn das gehen? Entschuldige, Firma, sowas kann, da brauchst du ja Mehrheiten bitte im Parlament, die er niemals bitte zusammenkriegt. Du musst ja auch gesetzliche Rahmenbedingungen verändern. Du musst die ganzen Basis unseres Asylwesens bitte verändern. Du musst echt Rahmenbedingungen verändern und das bitte hier zu einem anderen Ergebnis führen. Aber um gleich klarzustellen, dass ich überhaupt nicht ausländerfeindlich bin, ich habe ja Volkswirtschaft studiert. Wir können unsere Zukunft nur dann gestalten, wenn wir eine starke Zahl von Zuwanderern aufnehmen, integrieren und in unseren Schoß betten. Und ich bin total dafür, dass wir multikulturell sind, dass wir diesen Menschen die Tür öffnen. Ich bin ja selber mit einer Immigrantin, bitte um Gottes Himmels Willen, verheiratet, die sich hier angepasst hat, die Sprache gelernt hat, die sich hier wohlfühlt, die aber auch ihre Regeln, die in ihrem Land ganz anders sind, abgelegt hat und die Regeln bei uns akzeptiert hat. Nur hierzulande gibt es von der, ich weiß nicht, verbotenen, unter der Oberfläche agitierenden, bitte, Erdogan-Partei bis zu den Sittenwächtern, bis zu, ich weiß nicht, Muslimbrüdern, die hier Unwesen treiben und versteckten Terroristen, unheimlich viele Leute, die ja alle hier bleiben und die wir weiter durchfüttern. Und das ist mir zutiefst zuwider. Ich würde aber Kickl definitiv nicht wählen, weil ich... Also das ist für mich nicht realisierbar, aber ich würde es mir wünschen. Und ich glaube, es sind viele Menschen in diesem Land, die sich das auch wünschen würden. Jetzt hat der Bundeskanzler... Pointierterweise auch die Immigranten, die sich die selber hier angepasst haben. Ja. Entschuldige, warum habe ich mich angepasst? Und die, die sich nicht anpassen, die werden genauso gut behandelt wie ich. Ja, ungerecht. Aber jetzt hat ja der Bundeskanzler bei dieser Rede begonnen, das große Duell auszurufen. Ich oder er, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Mhm. Also gemeint, Neihammer oder Kickl. Glaubst du, nützt so ein Duell, so eine Duellsituation Neihammer? Ja, wenn du die Demoskopie der letzten Tage anschaust, hat er natürlich überholt die SPÖ. Das haben ja, wir ja der gesehen. Pablo ist jetzt einmal ein bisschen weg vom Fenster. Ja, oder? Das hängt aber wahrscheinlich auch mit dem Herrn Blatzny und mit der Bierpartei zusammen, die ja, wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe, demoskopisch sowohl der ÖVP als auch der SPÖ wegnimmt. Interessanterweise nicht. Ja, vor allem der SPÖ. Vor allem aber der SPÖ. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das klug, ist das nicht klug, ist das gut, ist das schlecht, den Herrn Blatzny zu wählen? Ich habe dazu meine eigene Meinung. Wenn er den Herrn Babler verhindert, war es gut. Aber ich halte es eigentlich für den Staatsbürger in einer Demokratie für nicht besonders sinnvoll, jemanden zu wählen, der eine Schmähpartei oder eine Bierpartei bitte hier vor. Und letzten Endes... Schau dir das Programm an. Ich meine, es sind ja Anleihen oder es ist ja mehr oder weniger deckungsgleich, nur halt in einem weit schmaleren Bereich von dem der SPÖ. Ich habe auch gesehen, dass er jetzt bitte da den Kickl in Meinungsumfragen überholt hat. Was ich natürlich unvorstellbar finde, hat eine Tageszeitung geschrieben, was da Sympathiewerte betrifft. Ja, also ich habe den Herrn Blatzny kennengelernt mit einem relativ ausführlichen Telefonat, das wirklich schwierig war. Also ich erreiche normalerweise wirklich die Leute sehr leicht, aber das war wirklich, also da habe ich mit dem Papst schon schneller telefoniert wie mit dem Chef der Bierpartei. Und das war schon einigermaßen krud, was ich da gehört habe. Und ich hatte vor dem Gespräch eigentlich den Wunsch, ehrlich auszuforschen, ob es ernst meint und wirklich eine politische Bewegung hier in Bewegung setzen will. Nach dem Gespräch habe ich es bereut, ihn anzurufen und würde Typen wie ihn niemals unterstützen. Aber das wollte er oder das will er auch nicht. Er will ja auch nicht von Anführungszeichen Kapital unterstützt werden, sondern er will ja da irgendeine Bewegung haben. Und das wird er auch wahrscheinlich schaffen. Und wenn er dann 6-7% gibt, holt er darüber. Was macht er dann im Parlament? Kannst du mir das erklären? Ja, mit 6-7% kriegt er mal ordentlich Parteienförderung. Das, die hat dann dementsprechend. Jetzt kommen die Kommunisten. Kann. Vielleicht schaffen die es auch. Ja, die werden es nicht schaffen. Aber die Kommunisten schaffen es nicht wegen einem Blatzny. Also genau. Der Blatzny hat eigentlich die Kommunisten verhindert. Ja, insofern. Ich habe das versucht, meiner Schwiegermutter, die ja Russin ist und noch in diesem System, ebenso wie meine Frau aufgewachsen ist, zu erklären. Und ich habe gesagt, die Kommunisten kandidieren bei euch. Und ich habe gesagt, Herr Galina,
Und sie hat gesagt, aber wir sprechen Französisch, c'est pas vrai, sage ich, natürlich ist das wahr. Und also wir haben dann ziemlich lange über erklärt, wie das in Graz ist. Wären vielleicht, in Salzburg auch den nächsten Bürgermeister stellen. Ja, natürlich, klar. Ja, ja, also es ist wunderbar. Ich meine, wir werden den Lenin, der eh schon vertrocknet ist, nach Österreich überführen und werden ihn hier in Zukunft dann in der Kapuzinergruft ausstellen. Und die Menschen werden pilgern. Und es wird eine wahre Freude sein. In Russland haben sie nicht einmal zu seinem Ehrentag. Der Putin hat gar nichts gesagt zu ihm. Also er wird wissen, warum. Kommen wir noch zu. Aber über Revolutionäre spricht man natürlich nicht, wenn man jetzt selber wieder so eine Revolution anfängt. Kommen wir noch zum weiteren Thema. Prozess gegen Sebastian Kurz war diese Woche. Apropos Russland, da haben zwei Russen ausgesagt. Eigentlich nur einer, weil der zweite hat sich dann krank gemeldet. Ja. Wie siehst du den Prozess gegen Sebastian Kurz? Glaubst du, wird er freigesprochen am Ende des Tages? Ist die Suppe zu dünn? Erstens einmal, es gibt ja verschiedene Ingredienzien. Ich bin ja kein Rechtsspezialist, obwohl ich Jus, aber nicht fertig studiert habe, aber natürlich viel mich mit der Materie beschäftigt habe. Ich glaube, das Klügste bei Prozessen ist, dass du gut vorbereitet sein musst. Entschuldige. Und dass du es ruhig richtig anlegen musst. Ich habe mir das erlaubt, dem Herrn Kurz persönlich zu erklären, anhand dieses Satzes, kriegst eh alles, was du willst. Und er hat natürlich dagegen argumentiert und ich habe gesagt, Herr Kurz, wenn Sie mir nicht böse sind, ich hätte das mit Verlaub besser gemacht. Nämlich ich hätte Folgendes gemacht, ich hätte dem Richter gesagt, Herr Rath, erlauben Sie mir, dass ich das erläutere und erlauben Sie mir bitte, dass ich Ihnen diesen Satz verständlich mache. Stellen Sie sich vor, Herr Rath, Sie hätten eine Tochter, eine kleine Tochter, eine fünfjährige Tochter. Jetzt kriegst du einen Watschen vom Richter, weil der sagt, Sie sind hier der Beschuldigte, Herr Kurz, halten Sie zusammen, das dürfen Sie nicht sagen, bitte halten Sie mich hier raus, ich bin der Richter. Aber du hast seine kleinen grauen Zellen geöffnet, um diese Geschichte persönlich zu verstehen. Und jetzt sage ich, Sie haben eine kleine Tochter, mit der kleinen Tochter gehen Sie auf einen Christkindlmarkt, die Tochter hat 12 Puppen und die kleine Tochter sieht dort 3 Puppen und fängt an zum Schreien und zum Toben und zum Brüllen und sagt, ich will diese 3 Puppen und macht dort einen Riesenball. Was würden Sie machen, Herr Rath? Würden Sie die Tochter dort anschreien? Würden Sie sie abwatschen? Würden Sie sie niederbügeln? Würden Sie sie beschimpfen? Um Gottes Himmels Willen, nein. Sondern Sie würden sie anschauen und würden zu ihr sagen, Schatzl, gib einen Frieden, kriegst eh alles, was du willst. Und was heißt das an die Adresse Ihrer Tochter? Es heißt übersetzt, Herr Rath, du freches, unerzogenes, schlimmes Kind. Du kriegst gar nichts und jetzt holst den Mund und blamierst uns hier nicht und geh brav bei der Mama an der Hand. Und das war die Botschaft von kriegst eh alles, was du willst. Und so hat das auch gemeint. Kurz hat mir sie erklärt. Hat er zu mir gesagt, Herr Mucher, das hätte nicht schlecht gewesen, hätten sie es gemacht. Und das Zweite ist, jetzt sind diese Russen gekommen. Das ist ja keine, oder ein Russe, das wäre ja keine schlechte Idee. Aber ich sage dir das an einem Beispiel, Micky. Wir haben jetzt in der Elisabethstraße bei mir zwei Lokale, die unheimlich viel Lärm erzeugen und sich an keine Spielregeln halten. Und keiner von uns kann schlafen und ich habe eine kleine Bürgerbewegung gegründet. Und du musst es natürlich intelligent anlegen. Und wir haben denen geschrieben, wir haben die Polizei gerufen, wir haben Anzeigen gemacht, wir haben beim das hilft alles nichts in Österreich, die machen, was sie wollen. Die stehen um 3 in der Früh vor der auf der Straße und rauchen ihre Zigaretten, nehmen die Getränke raus, schreien, brüllen und du kannst nicht mehr schlafen. Und jetzt habe ich eine Idee gehabt, du musst nicht nur kreativ sein. Dieses Rechtssystem in Österreich ist ja problematisch, aber wenn du kreativ bist, fällt da was ein. Ich habe plötzlich die Idee, und habe mir gedacht, Moment, aber wenn wir jetzt sagen, wir sind 30 Anrainer und die haben alle Eigentumswohnungen und jede von den Wohnungen ist 3 Millionen Euro wert und im ersten Bezirk ist jede von diesen Wohnungen mindestens 3 Millionen Euro wert, dann reden wir über 100 Millionen. Und wenn wir alle uns gemeinsam zusammenschließen und eine Lärmmessung machen und eine Wertminderung unserer Wohnungen einklagen von 10%, 10% von 100 Millionen ist Wölfe, dann hat das Lokal eine 10 Millionen Euro Klage am Hals. Ich habe das meinem Anwalt mitgeteilt. Mein Anwalt hat einen entsprechenden Brief geschrieben. Aber ich habe meinem Anwalt gesagt, und bitte seien Sie so lieb, Herr Anwalt, schreiben Sie auch hinein, was denen drohen kann. Und machen Sie dieses Rechenbeispiel. Er hat gesagt, nein, Herr Mucher, das mache ich nicht.
Weil das wäre, Entschuldigung, ich bin kein Jurist, aber ich habe mir gedacht, das wäre schön, das denen mitzuteilen, dass sie mal sehen, was sie riskieren. Er hat gesagt, Herr Mucha, als Anwalt kannst du sowas nicht machen, weil das würde als plumpe Drohung ausgelegt. Ich liebe meinen Anwalt, der ist wirklich gescheit. Ja? Und du kannst nicht zwei Russen holen und die dann aber selber briefen, beim Übersetzen helfen und die entsprechende Zeugenaussage vorbereiten. Da kannst du dir vielleicht jemanden anderen holen, aber das darf nicht der eigene Anwalt machen, weil du zerstörst deine Strategie. Was ich viel spannender gefunden habe, ist der Lebenslauf vom Herrn Schmidt. Ja, der ist gut. Und diesen Lebenslauf vom Herrn Schmidt habe ich mir... Bitte? Der Geiselbefreier. Ja, den habe ich mir von ChatGPT übersetzen lassen. Und der war angeblich ein Geiselbefreier beim Außenministerium. Mhm. Weißt du, was der im Außenministerium für einen Job gehabt hat? Pressesprecher. Der war Pressesprecher. Ja. Seit wann befreien Pressesprecher? Das ist mein, ja. Entschuldige vielmals. Dann war er Generalsekretär in einem Bereich und sagt, dort war er für die Budgets und für... Das ist aber nicht der Generalsekretär, das ist der Minister. Das heißt, dieser Typ, Thomas Schmidt, reitet durch die Gegend auf einer Münchhausen-Kugel. Und worum geht's denn bei es ist, er ist ja der Kronzeuge. Und was geht's? Worum geht's beim Richter? Ob die Glaubwürdigkeit dieses Kronzeugen er ihm abnimmt oder nicht? Und wir kennen viele Prozesse, da gab's 5, 6 Zeugen, die haben Gefälligkeitsaussagen gemacht und einer hat ein klares Statement gemacht und der Richter hat aber den einen geglaubt. Und nicht den 5, 6 Sachen. Das liegt nämlich im Ermessen des Richters. Mhm. Das ist nicht eine Frage der Zahl. Und im vorliegenden Fall, wenn man sich den Lebenslauf anschaut und der echt zum Akt gelegt, sagt dann der Anwalt, original echt zum Akt gelegt, anerkannt wird, auch von der, von der Seite der Anwälte vom Herrn Schmidt, ja, dann muss man sagen, hier ist Münchhausen. Und wenn jemand so dreist lügt, wie in diesem Lebenslauf, und jetzt sagen wir es juristisch. Du kennst den Unterschied zwischen Unwahrheit sagen und Lüge. Die Unwahrheit sagen kann dir mal passieren. Eine Lüge ist Vorsatz. Aber die Lüge, richtig, Niki, ist Vorsatz. Und dieser Lebenslauf vom Herrn Schmidt ist vorsätzlich in mehreren Punkten erlogen. Und was ist von so einem Zeugen zu halten? Ich meine, noch einmal, ich bin kein Kurz-Fan. Es schreiben immer Leute, die mich dann beschimpfen und sagen, ja, und sie kriegen den überhaupt nicht. Nur, was ist das für ein Prozess, wo jeder Kanzler der Zweiten Republik sich sein Team ausgesucht hat? Und wenn er gesagt hat, jawohl, ich habe da im einen oder anderen Fall mitgewirkt, hätte er ja nicht einmal die falsche Zeugenaussage. Das heißt, der Prozess würde überhaupt nicht stattfinden. Das ist ein Schauprozess. Mhm. Ganz zum Schluss noch, weil wir sind schon am Ende angelangt, sprechen wir kurz über einen prominenten Gastrofall in Wien. Ah, prominenter Cafetier, Familie Querfeld, betreibt unter anderem das Café Museum hier ums Eck und das berühmte Café Landmann und bis vor kurzem auch das Café in Schönbrunn, aber jetzt nicht mehr. Da gibt es einen ziemlichen Streit, Riesenwirbel, beide Seiten stellen das ein bisschen anders dar. Warum die Familie Querfeld ihr Café dort zugesperrt hat. Du bist der Meinung, das Ganze ist nicht so, wie es in den Medien dargestellt wird, Das Ganze wird, ist nicht so, wie es der Kurier schreibt und die Andrea Hodoschek, weil ich meine, es ist natürlich schon, meiner Meinung nach, journalistisch tendenziell. Ich meine, die Leser sind doch nicht deppert und auch vom Kurier sind die Leser nicht deppert. Und wenn dort steht, bitte, der nicht unumstrittene Chef, bitte, von Schönbrunn, und dann wird das nicht begründet. Das heißt, wenn du sagst, jemand ist umstritten, dann hast du als Journalist die Aufgabe, das bitte zu begründen. Und zwar wirklich von dir zu begründen. Das macht die Frau Hodoschek nicht. Sie schreibt nicht, der nicht unumstrittene, und dann schreibt sie halt, dass da Maßnahmen gesetzt wurden. Sehr, sehr interessant ist, ich habe heute mit dem Chef von Schönbrunn, mit dem Herrn Panhölzer, gesprochen. Und er hat mir zum Beispiel mitgeteilt, und wir kriegen auch diese entsprechenden Unterlagen, dass es da natürlich auch Mitzahlungen, die ausständig gewesen sind, gegeben hat. Und wenn man dann eine Situation hat,
dass in diesem Artikel dann drinnen geschrieben wird, dass der Herr Querfeld nur einen einzigen Satz sagt und mehr möchte er zu dem Thema nicht sagen. Also wir sind doch beide seit vielen Jahren Journalisten. Wenn ich einen Informanten habe und den Informanten schützen will, dann sage ich zu ihm, passen Sie auf, und dann schreiben wir einen einzigen Satz, wo ich Sie zitiere, weil Sie müssen zitiert sein, und dann schreiben aber dazu, mehr will er zu dem Thema nicht sagen, auch wenn die ganzen Informationen von Ihnen stammen. Das ist der übliche Weg, wie man von jemandem aufgehust wird, in Bewegung gesetzt wird, das eigene Medium benutzt, um hier eine Geschichte mit einer Tendenz zu transportieren. Und Frau Hodoschek, guter Journalismus trennt Meinung und Information. Das war ein Meinungsjournalismusartikel, den Sie geschrieben haben, und kein Informationsjournalismus. Und das ist eine Schande für eine Wirtschaftsjournalistin Ihres Kalibers, solche Dinge so zu machen. Und ich habe auch versucht, das mit dem Richard Grasl zu besprechen. Es ist halt hier eine Situation in Österreich, dass Dinge sehr oft sehr einseitig dargestellt werden. Und das magert mich, weil Journalismus heißt, bitte heraustreten aus einer Position der Meinung und versuchen, Meinung und Information zu trennen und wirklich beide Seiten zu zeigen. Und da ist ein Eigentümer. Und der Eigentümer hat einen Pächter. Und dieser Pachtvertrag ist zu Ende. Ja, vermaledeit noch einmal. Ist es das Recht eines Eigentümers, das auszuschreiben? Das gehört ja der Republik, wenn ich meine Tier. Und das muss er natürlich auch tun. Und da gibt es dann gewisse Regeln. Und dann wird vorgeworfen in diesem Artikel allen Ernstes, dass eine Raiffeisentochter, die jetzt der neue Pächter wird, dafür einen Betrag bezahlt, der irrsinnig hoch ist. Ja, entschuldige, wenn ich das lese, dann muss ich ja dem Herrn Bahnholzer gratulieren, dass er diese Verhandlung so großartig geführt hat, dass er jetzt einen neuen Pächter hat, wo sein Schönbrunn einen viel höheren Pachtschilling, oder man sagt heute Pachtschilling, Pachteuro müsste man heute sagen, Pachteuro als vorher bekommt. Der hat einen super Job als Vorstand des Unternehmens gemacht, den muss man loben und nicht abwatschen im Kurier. So viel zum Thema, Freunde. Journalismus in Österreich, und wenn ich das lese, aber weißt du, die meisten halten dann den Mund, wahrscheinlich kriege ich jetzt, weiß ich nicht, eine Klage von der Frau Hodoschek oder sonst was. Aber es ist mir wurscht, weil ich trete gern den Wahrheitsbeweis an und ich fechte es gern durch. Es ist kein eleganter Journalismus, was da betrieben wird. Christian, vielen Dank, eloquent und vor allem wortgewaltig wie immer. War ein schöner Wochenrückblick. Für heute sind wir am Ende angelangt. Nächste Woche beim Opernball. Nächste Woche, genau. Und sehen wir dich nach dem Opernball und auch am Opernball. Werden wir hoffentlich ein Interview mit dir führen. Jetzt machen wir ganz kurze Werbepause und dann diskutieren hier gleich Laura Sachslehner und Robert Miesig bei Karl Wendel. Da geht es unter anderem auch um das Thema der neuen Bezahlkarte für Asylwerber. Ist das sinnvoll? Wann soll das kommen? Oder ist das nur Showpolitik? Mal schauen, wie die beiden das hier gleich im Studio bewerten. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.